das deswegen, da muss ich ganz jetzt, da bin ich jetzt mal. Jetzt mach ich mal Butter bei den Fische. Ich beneide dich ja, ne? Hm. Weil dieses Ganze von YouTube-Leben und das, was du da machst, und das ist einfach total krass. Und das ist einfach so mein Wunsch. Wo ich mir ganz einfach denke, boah, geil, das muss richtig geil sein. Und da muss ich sagen, beneide ich dich drum. Ganz hart. Hm. Ja, ich hab das auch nicht erwartet, dass das jemals klappt, eigentlich. Es ist auch weiterhin echt, es ist halt auch nichts Sicheres, so, es kommt halt dazu, aber ich habe halt einfach den Bonus, ich habe halt eine Ausbildung fertig. So, wenn es halt echt nichts wird, schicke ich halt einfach eine Bewerbung raus und dann passt das. So, dann kann ich weiterleben. Richtig. Es ist definitiv cool, dass ich meine eigenen Tage so gestalten kann, wie ich möchte, aber ich habe jetzt auch gemerkt, wenn du wirklich Erfolg haben möchtest, musst du halt auch arbeiten. So, das ist halt, nach außen hin ist das halt so, ja, du spielst ja halt Videospiele und verdienst damit dein Geld, aber so innerein ist es halt so, auch du hast jetzt halt hier Termine. So, wenn ich halt sage, okay, ich mache halt einen Upload-Plan und einen Stream-Plan, dann muss ich mich an den auch halten, weil ansonsten bin ich halt der Boomer der Nation und mache ja nichts. Dann guckt dann auch keiner mehr zu, weil ich mich an meine Pläne ja nicht halte. Richtig. Und da habe ich dann auch wieder was zu tun. Dann muss ich halt zusehen, dass ich halt im Stream auch nichts verkacke. So wie ich es halt vor 2 Tagen gemacht habe oder gestern, was, ich glaube, es war gestern, wo ich einfach so ankündige, okay, Stream ist um 14 Uhr und um 16 Uhr ist irgendwie Feierabend oder 17 Uhr. Und dann habe ich so bis 15 Uhr gemacht. Dann kam mir die Idee, oh, ich könnte ja mal an meinen Subscriber-Dingern arbeiten und meine Follower teilen und so ein Pop-up da haben, wenn was passiert. Und dann habe ich das einfach mal 4 Stunden gemacht. Und das kann man halt eigentlich auch nicht machen. Okay. Trotzdem, es hat den Leuten irgendwie gefallen. Ich habe ultra viele Nachrichten auf Twitter bekommen, die meinten, hey, der Stream war voll cool. Und ich meine so, warum? Ich habe 4 Stunden lang Quatsch gemacht eigentlich. Aber das fanden die anscheinend alle voll in Ordnung. Ja? Erzähl. Also, ich meine, ich glaube, sowas kann man halt mal machen, weil es mal so eine Abwechslung war. Aber wenn ich jetzt sowas jeden Tag machen würde, würde die Leute, glaube ich, ankotzen. Und das wäre auch irgendwie kontraproduktiv. Also, so das Ganze aufnehmen, schneiden, rendern, hochladen, hoffen, dass der Upload klappt, zu Zeit haben, alles zu machen, das ist halt richtig anstrengend. Natürlich. Aber es ist halt trotzdem, glaube ich, immer noch verdammt cool. Weil du halt einfach so, wie du... Entschuldigung. Dass du... Ich kann's mir... Es ist einfach so... Trotzdem noch so ein... Weiß ich nicht. Also ich würde es halt fucking gerne machen. Das wäre halt auch so Arbeit, die mir halt Spaß macht, weil du halt auch viel halt mit anderen zusammen machen kannst. Hm. Also zumindest würde ich das machen. Ich würde mich halt viel denn... Also ich würde halt Mock, ich würde dich halt oft anschreiben, Follow, Cornel, halt, weißt du, meine Gang, sage ich jetzt einfach so. Und einfach das ist doch schon cool. Dann hast du halt Abend, weil dann muss ich halt ein bisschen früher aufstehen, weißt du, dann fange ich halt den Tag früher an. Das ist auch nicht so schlimm, dann stehe ich halt statt um 1 Uhr auf, stehe ich schon um 10 Uhr auf. So. Und dann fange ich halt da mal Tag früh an und dann mache ich das alles fertig und dann ist es halt so. Aber ich mache halt das und das, was mir Spaß macht. Ich kann halt mit meinen Freunden dann einfach da zusammen chillen, aufnehmen, Spaß haben und trotzdem irgendwie sagen können, okay, Ricky, du hast irgendwas geschafft. Du hast was geschafft und du bist nicht ein totaler Versager. Hm. Ich möchte halt auch, ich finde es halt super, sowas hier zu machen, was halt Menschen würdigen. Mhm. Es gibt natürlich immer die Hater, klar, aber es gibt halt auch genug Menschen, ich glaube, das merkst du ja auch schon, die das halt echt würdigen und sich freuen, dass du das machst und sich totfreuen, wenn du einen Stream machst oder wenn du was von denen retweetest oder allgemein sowas. Das finde ich halt einfach super. Das ist ein super schönes Gefühl. Das würde ich halt gerne machen. Ja, kann ich nachvollziehen. Es ist ja halt auch schon irgendwo ein Traum verwirklichen. Das ist ja jetzt halt auch nichts, was viele machen oder wovon die viele leben können. Richtig. So, ich glaube, die kannst du echt so unter 100 Leute in Deutschland einreihen, die von YouTube irgendwie leben können. Mehr. Also weniger. Also weniger, die unterleben. Also mehr. Also, ich weiß, was ich meine. Weniger Leute können davon leben als 100. Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, wie es in anderen Bereichen auf YouTube aussieht und wie viele da so sind und bla. Deswegen sag ich mal so, über einen Daumen gekehrt 100 Leute vielleicht in ganz Deutschland, die so ein bisschen was damit reißen. Und es ist dann halt auch schon irgendwo ein Privileg. So, es ist jetzt nicht so, dass man das lernen kann. Deswegen finde ich das auch so total bizarr, dass dann. Irgendwie sowas wie die Bravo postet, Berufswunsch YouTuber und was man machen muss, um da was zu erreichen. Und ich denke mir so, seid ihr doof? Das ist nichts, was man einfach mal so machen kann. Naja. Das ist halt total Glück haben einfach. Glück haben und gut sein. So ein bisschen. Das ist, wenn du scheiße bist und man findet dich, bist du halt immer noch scheiße. Wenn du gut bist und man findet dich, dann ist es verdammt gut.
wenn du gut bist und man findet dich nicht, ist das scheiße. Ja. es gibt halt voll viele, die halt eigentlich echt gut sind, aber halt nicht gefunden werden. Da finde ich, ist es halt so die Aufgabe Arbeit die Aufgabe der Großen, die so ein bisschen dann zu pushen. Deswegen mache ich halt auch so gerne was mit Kleinen oder ich schaue halt so, wer tweetet mich halt an. Und von den meisten Leuten, die mir so einen Tweet schreiben, wo ich den Namen nicht kenne und die haben halt irgendwie so einen kompetenten Namen und die schreiben ganz okay und deren Bild ist irgendwie cool, klicke ich halt auch mal auf das Profil und schaue mir dann halt mal den YouTube-Kanal an. Wenn der YouTube-Kanal cool ist, dann habe ich auch kein Problem, die mal anzuschreiben und sagen, hey, lass uns mal was zusammen machen. Oder dass ich halt irgendwie mal bei Hitbox so rumgucke, so wer ist bei den 20, 10 Leuten unten mit dabei, der auf Deutsch streamt und kann man was aus dem machen und läuft da irgendwie was, wenn man irgendwie den mal pushen würde. So, das mache ich halt voll gerne und ich wünschte, das würden mehr Große machen, weil ich glaube, ich nehme das nicht reell wahr, dass andere Leute meiner Größe wirklich so auf kleine Leute zugehen und denen halt sagen, komm, wir machen mal was miteinander. Und bevor jetzt Leute sagen, ey Mu, das ist voll gelogen, nein. Es war damals so, Mu und ich haben uns kennengelernt. Wir kannten uns, glaube ich, minimal haben wir kurz gesprochen, wegen den 24-Stunden-Ziel von Volo damals. Ganz, ganz kurz. Ja, ich wusste gar nicht, ich dachte eigentlich, du wärst Cornel damals. Ja, das weiß ich. Ach, du bist das, du bist der aus dem Wohnpark. Und dann war das so, ich glaube, Jazz hat nur kurz gesagt, ey, der ist cool, guck mal rein, zu dir oder irgendwie sowas war das. Und dann, ich hatte halt gestreamt, es war halt echt noch scheiße, 30 Sekunden Delay und ich glaube, ich habe richtig in Donkey Kong Country 2 verschissen oder 1 oder so. Ich weiß, also es war Donkey Kong Country 1, wo ich dir gesagt habe, dass du das mal spielen sollst, weil es ein gutes Spiel war. Richtig, genau so. Und dann habe ich mir halt runtergeladen und dann war er halt so drin, ey, lass mal skypen und so. Und so haben halt Mu und ich kennengelernt. Also Mu war bei mir im Chat, kam auf mich zu und hat gesagt, ey, du bist voll korrekt, lass mal was machen. Punkt. Ja. Nein, das ist so, falls die Leute das nicht glauben. Also so habe ich Mu kennengelernt, meine Damen und Herren. Endlich, das lebenslange Geheimnis wurde gerade gelüftet. Und das mache ich halt auch noch bei ein paar anderen. So der Doki. Ja. Keine Ahnung, ob du den kennst, aber den habe ich halt auch auf Hitbox aufgegabelt und dachte mir so, ja, der hat eigentlich eine ganz angenehme Stimme. Der kann auch ganz gut reden. So, und das könnte voll klappen. Dann habe ich jetzt mit dem halt ein paar Monster Hunter Parts aufgenommen und da werden wir jetzt auch, wenn Monster Hunter 4 rauskommt, da auch öfter was zusammen machen. Oder ich habe noch so ein paar kleine im Blick, wo ich halt mit denen gerne was machen möchte. Wo ich jetzt auch irgendwie mal zusehen muss, dass wir da was zusammen machen. Okay. Und du darfst die Kleinen auch gerne, also das mache ich jetzt mal so eine offene Herausforderung, gerne zu dem Turnier mit einladen. Wenn du sagst, okay, die sind cool und du gibst da so gesehen das Musician-Siegel drauf, dann nehme ich die. Ja, weiß ich nicht. Ich muss jetzt erstmal die generell noch ein bisschen kennenlernen, so ein bisschen hinterher stalken, gucken, wie die so sind. Und dann würde ich mich halt bei denen einfach melden und dann mal gucken, was so passiert. Aber generell erstmal, wie gesagt, gucken, was läuft. Schauen, was die überhaupt für Konsolen haben. Weil ich habe immer gerne, wenn man einfach so mal zusammen Mario Kart spielt. Weil wie gesagt, da kann man halt voll gut miteinander reden. Ja. Im Vergleich zu Smash, wo man sich immer noch so ein bisschen konzentrieren muss, finde ich. Ja. Und wenn die halt so keine Wii U haben, ist das meistens immer so, ja. Der Mario Kart 7. Ja, Mario Kart 7 ist eher so, Ja, das ist halt Mario Kart 7. Das ist, kann man machen, muss man aber halt nicht. Auch nicht sein mittlerweile. So, ich finde Mario Kart 8 immer noch ein bisschen entspannter. Ja, weiß ich. Aber ich schaue dann immer so, was haben die für Spiele, die man so nebenher spielen kann, wo aber die Leute das halt auch gucken. So, wenn ich jetzt mit denen zusammen irgendwie, keine Ahnung, was gibt's denn Gutes, was man zusammen spielen kann, was aber halt keiner guckt? Worms. Ja, zum Beispiel. So, ich könnte mit den Worms spielen, das würde halt keiner gucken. Ja. So, dann hätte halt auch der Push-Effekt da keinen Effekt mehr. Okay. Und ja, daher muss ich immer zusehen, dass wenn ich halt die pushen möchte, dass wir es in einem Projekt machen, wo ich weiß, okay, das gucken halt die Leute. Und so werden die auf den aufmerksam. Und das heißt, bei dem Doki war das jetzt super passend, weil das war halt die Monster Hunter 4 Demo und ich weiß, die Leute wollen sowas sehen, deswegen dachte ich mir, okay, das machen wir jetzt zusammen, weil das passt, so, das würde einen Effekt haben. Ja. Also ich würde die Leute jetzt nicht einfach auf Biegen und Brechen irgendwie reinnehmen und irgendein Video schmeißen und sagen, komm, das ist jetzt das so Hauptsache, ich hab dich jetzt irgendwie damit drin gehabt, damit mein Ruf steht, sondern es soll ja auch einen Effekt haben, wenn ich halt irgendwas mit denen mache, so dass sich das halt auch für die lohnt, weil so, ich hab ja nichts von denen, so, das klingt jetzt voll hart, aber so. Klar, ist ja, so. Ist aber so. Ich suche mir die halt aus und werde so ein bisschen denen eine Startrampe geben und das soll dann auch eine richtig gute Startrampe sein und nicht einfach nur so reingeworfen in Worms Part 78, dass 30 Leute gucken. Ja. Hier.
Präsentier dich. Ja, so, jetzt spiele ich halt mit dem Minecraft LP Explosion Master 25. Der hat auf Hitbox 4 Viewer gehabt vor 3 Wochen. Ich glaube, der hat seitdem auch nicht mehr gestreamt. Aber den präsentiere ich euch halt jetzt und so. Ja, so wäre das dann halt. Das wäre so total. Hallo? Das wäre halt so totaler Ranz. So, das muss man halt nicht machen. Und, Nein, natürlich. Daher dauert das auch immer ewig lange, bis ich dann mal irgendwas mit irgendwem mache. Aber es soll, wie gesagt, das soll sich dann meistens auch schon lohnen. Und ich hoffe, das lohnt sich dann halt auch für die meisten Leute, weil es dann halt wirklich auch so darin endet, dass es dann so 5000 Leute sehen, wenn ich irgendwas mit denen mache. Und, Das ist halt auch schön. Also, es ist halt echt so, ich merke es halt auch immer wieder. Und ich fühle mich auch manchmal nicht gut bei, ne? Es ist immer so, es kommt mir so vor, als ob ich dich manchmal nur ausnutze. Und falls es dir so vorkommt auch, dann tut mir das leid. Also es, nö. Es ist zumindest nicht so gewollt. Es ist manchmal halt echt so, dass ich manchmal denke, nutze ich eigentlich alle nur aus, aber ich würde halt das Gleiche auch für dich tun in dieser Situation. Jetzt angenommen, ich überhole dich jetzt auf einmal, ich habe morgen auf einmal 2 Millionen Abonnenten. Hm. Ich würde dich nie wieder an. Ich meine, ich würde natürlich dich sofort, ne? Weißt ja. Nein, also das ist. Ich kann halt nicht zurückgeben. Aber ich würde es. Ich würde es tun. Das ist halt auch bei Volo so. Ich habe ja auf Volo sehr, sehr. Durch Volo kam mir als erstes Rollen. Hm. Wenn ich jetzt ihm helfen könnte, würde ich es tun, aber. Ne? Ich kann ihn halt um meine Anwesenheit beglücken. Ja, das ist ja meistens auch schon genug, so. Mehr brauche ich ja zum Beispiel auch nicht. So, ich finde es dann schön, wenn man dann auch im Kontakt bleibt und dann auch öfter was miteinander macht. Ja. Und das halt jetzt nicht nur so ein einmaliges Ding ist. Ja. Aber ansonsten, ich will ja auch nichts zurückhaben dafür. So, wie gesagt, ich mache das ja, um halt so ein bisschen als Startrampe dienen zu können. Und nicht, um irgendwie da selber Nutzen rauszuziehen. So, jetzt habe ich mir die aufgenommen. 500 Euro, bitte. So eine Art. Ja. Wird dann hoffentlich morgen überwiesen und dann passt das. Ja, ja. Muss ich morgen extra für arbeiten den ganzen Tag. Deswegen arbeite ich immer 10 Stunden am Tag, um Position sein Geld zu geben für die ganzen restlichen Parts, die über sind. Sind noch so Schulden.